Servus, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein kleines Hütten- und Bastelvideo und es geht um Messer. Ja, ich habe hier schon lange, lange was rumliegen. Ein schönes Messerblatt, Schneide, wie auch immer. Richtig schön fett. Und eine alte Behörnung von einem Hirsch. Dazu sei gesagt, ich sage es jedes Mal im Video, das hier ist eine Abwurfstange. Das heißt, das Tier muss dafür nicht sterben, sondern jedes Jahr zum Jahresende, wenn der Winter beginnt, dann werfen die Tiere ihre Hörner ab und die wachsen wieder nach. Das heißt, diese ganzen Schmuckstücke, das hier, das kleine Ding hier und auch das hier sind Abwurfstangen. Das heißt, jedes Jahr, erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr, viertes Jahr und so größer und so größer und so größer werden die Dinger. Ja, das heißt, schöner Schmuck, ohne dass ein Tier dafür stirbt. Vorausgeschickt, falls mal wieder irgendjemand fragt. Und nachdem die abgeworfen sind, bis zur Paarungszeit, wachsen die dann wieder nach. Und jedes Jahr schöner und prächtiger. Ja, darum geht's heute. Ich stelle mir das ungefähr als Final so irgendwie vor. Anders halten, weil es gescheit scharf ist, merke ich gerade. So, so möchte ich das haben. Ein richtiges, brutales Hirschfängerteil. Da noch kurz zur Erklärung, weil mich auch immer viele fragen. Ihr kennt es ja alle, das Trachtenmesser. Dieses Ding hier, genannt Hirschfänger, stimmt nicht. Das ist ein Nicker, ja, vom Einnicken des Tieres. Gibt es ein Video, zeige ich euch da oben, verlinke ich. Könnt ihr nachschauen, habe ich schon mal erklärt. Der wirkliche Hirschfänger, der bayerische Hirschfänger, ist das hier. Dieses Teil ist ein Hirschfänger. Den habt ihr natürlich nicht in der Lederhosen dabei. Nur, dass ihr mal den Unterschied seht. Nicker, Trachtenmesser, Hirschfänger. Beides traditionelle bayerische Messer. Und genau so einen Hirschfänger, natürlich nicht einen bayerischen schmalen Hirschfänger, bauen wir uns heute aus diesen Sachen, die noch übrig sind. Aus diesem schönen Bowie-Blatt und aus dieser schönen Abwurfstange. Das ist der Plan vom heutigen Video. Dann gibt es noch eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich mir so vorgestellt habe. Also, als allererstes werden wir hier ein Loch reinbohren. Dann werde ich das da oben ein bisschen ausfräsen, damit man dieses Teil hier so richtig schön da drinnen versenken kann. Und dann werden wir diese Stange hier, die werden wir noch ein bisschen bearbeiten, vielleicht da noch was durchschrauben, ein bisschen anschleifen, damit das dann richtig gut im Griff drinnen sitzt und nicht verrutschen kann. Und dann werden wir hier noch ein kleines Stückchen Holz zuschneiden oder zuschleifen, damit dieses Teil hier da ein bisschen besser sitzt. Also ich denke mal, wir werden das hier so in der Mitte ausbalancieren, dass das dann so richtig schön so sitzt und man das dann richtig passend hier versenken kann. Das ist der Plan. Jetzt gehen wir rein und geht das Basteln los. Viel Spaß beim Video. Als allererstes, bevor es jetzt richtig losgeht, werden wir jetzt hier ein bisschen Schaumstoff rumwickeln, damit man das da richtig schön einspannen kann. Ohne dass das Teil kaputt geht. So, ein bisschen Klebeband rum und dann kann ich es hier richtig schön einspannen und dann da oben vorsichtig mit dem Bohrer reinbohren. Und dann spannen wir den da mal ein. Versuchen wir da so gerade wie möglich reinzukommen. Als erstes bohren wir jetzt mal mit einem kleinen vor,
damit wir so ein bisschen den Weg finden, wo wir hin müssen. Ihr seht schon, wie das qualmt und ihr könnt euch natürlich auch vorstellen, wie das ungefähr riecht. Und wenn man mal durch die erste Schicht durch ist, dann wird es leichter, weil dann nämlich diese, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn der Knochen so einzelne Luftkammern hat. Wenn man das erreicht hat, dann ist es ziemlich einfach, den innen sauber zu machen. Ist natürlich jetzt viel zu klein. Jetzt testen wir mal, wie weit wir da vom Rand weg sind, damit wir natürlich hier richtig schön in diesem Horn auch drinnen bleiben. Soweit sitzen wir jetzt ganz gut mit der Bohrung. Jetzt wechseln wir zu ein bisschen größeren Bohrer und machen das Loch größer. Und so nähern wir uns jetzt halt praktisch an, dass wir die Außenhülle nicht beschädigen, also das Horn, und dass wir innen genug Platz haben, damit dieses Teil dann da reinpasst. Jetzt werden wir mal auspacken und gucken, dass wir auch wirklich weit genug vom Rand weg sind, weil ich natürlich auf gar keinen Fall außen rauskommen möchte. Und dann braucht man natürlich noch die Fräsung, wo man dieses Ding dann hier einsetzen kann. Das werde ich dann hier rausfräsen und dann werden wir das hier so richtig schön da versenken. Schaut gut aus, sind wir überall weit genug weg, kann man es jetzt deutlich größer machen, das Loch. Und immer wieder testen und schauen, damit ja die Wand nicht zu dünn wird. Passt noch nicht rein, brauchen wir noch ein bisschen. Und ihr wisst ja, immer wieder testen. Schaut doch soweit schon ganz gut aus. Testen, testen, testen. So rum. Ja, jetzt kommen wir schon langsam hin. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Schritt, sobald das hier passt. Jawohl. Und irgendwann zahlt sich die Mühe dann aus. Als nächstes jetzt dieses Teil hier. Und als nächsten Schritt werden wir jetzt hier oben. Geht es nicht an der Kamera vorbei? So. Als nächsten Schritt werden wir jetzt hier oben diese Parierstange hier anzeichnen, damit ich die dann richtig schön rausfräsen kann, dass diese Messingparierstange dann hier drinnen praktisch versenkt ist und es richtig schön bündig abschließt. So, schauen wir mal. Jawohl. Genau, brauche einen Bleistift und dann fahren wir jetzt halt hier außen rum. Und bis jetzt schaut es ja schon richtig cool aus. So. So schaut das jetzt aus. Und das fräsen wir jetzt hier raus, bis es praktisch so bündig ist. Oh, ich bin total begeistert. Ich freue mich schon richtig auf dieses schöne Stück. Und jetzt der letzte Schritt, bevor wir es zusammenbauen. Jetzt werden wir hier mit der Eisensäge noch ein paar Kerben reinschneiden, damit das Teil auch richtig fest sitzt. Das zeige ich euch aber dann erst, wenn es fertig ist. Und als nächstes nehmen wir jetzt dieses schöne Gerät hier und fräsen das hier aus. Und hier natürlich auch immer wieder einsetzen, probieren, einsetzen und testen, dass man ja nicht zu viel wegnimmt. Aber ich denke mal, jetzt sind wir ganz gut dabei. Tun wir nochmal die Klinge rein. Ich hoffe, die geht hier vorbei. So, schaut euch das an. Das ist doch schon mal richtig cool. Und jetzt der letzte Schritt.
hier, bevor wir fertig sind, ein bisschen Poxykleber. Den habe ich auch schon mal vorgestellt. Das zeige ich euch oben in der Beschreibung. Damit nicht sparsam sein. Und damit füllen wir jetzt dieses ganze Teil hier gescheit auf. Hebt den Kleber im Kühlschrank auf. Aber bevor ihr ihn hernehmt, solltet ihr ihn vielleicht ein bisschen warm werden lassen. Und wenn ihr das Gefühl habt, das Loch ist halb voll, dann könnt ihr die Klinge einsetzen. Und jetzt müssen wir natürlich eine gute Zeit trocknen lassen. Und kaum 24 Stunden später ist es dann auch schon trocken. So, Spätzchen, da sind wir wieder. Fertig ist er. Ja, und ich habe noch ein paar kleine Nicker als Größenvergleich mit dazu genommen, damit ihr das seht. Da hole ich euch jetzt ein bisschen näher her, damit man mal den Unterschied sieht. So ein geiles Teil geworden, so ein geiles Teil geworden. Unglaublich. Ja, wie versprochen, hier noch eine kleine Detailansicht, damit ihr das seht. Und hier die zwei Messer, die zwei Nicker von Himmel, Arsch und Zwirn. Was wäre ich denn für ein Spezi, wenn ich die nicht wieder vorstellen würde hier in dem Video? Ihr kennt ja mittlerweile die Videos, gell? Schaut es euch an. Die ganzen bayerischen Traditionen, da gehört natürlich auch das bayerische Trachtenmesser dazu, der bayerische Nicker, die zwei, Himmel, Arsch und Zwirn, verlinke ich euch unten. Ja, neben Lederhosen und Charivari machen es jetzt auch noch richtig coole Messer. Aus Solingen in die Klinge, echtes Hirsch, gefertigt in einer kleinen Manufaktur in Österreich. Und falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, das ist genau das Richtige für eure Lieben. Und hier natürlich gleiche hervorragende Qualität wie bei den Lederhosen. Wie gesagt, ihr wisst es ja, ich mache ja eigentlich keine Werbung. Ich stelle Sachen vor, die ich cool finde. Und ich stelle Sachen von Freunden vor, die wirklich was drauf haben. Und ihr seht es, richtig fette Klinge, richtig stabiles Messer. Mit dem werdet ihr lange eine Freude haben. Mit einer echten Lederscheide dazu. Also, das beste Geschenk. Ja, Spätzchen. Das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir noch einen Daumen nach oben natürlich und schaut ein bisschen in die anderen Videos noch rein über bayerische Bräuche, Traditionen und Messer. Gell? Bleibt mir nur zu sagen, kauft kein Klump, da müsst ihr weniger wegschmeißen. Der ist da, kein Klump, sondern ein wahnsinnig, wahnsinnig cooles Messer. Natürlich, das ist schon mal ein bisschen cooler. Gell? Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Für's euch.